Buongiorno, questa è la mia mano. Falls ihr mich nicht kennt, mich gibt es in Wirklichkeit, meine Videos, um Italienisch zu lernen, in denen seht ihr mich normalerweise, da mache ich verschiedene Übungen mit euch. Dieses Video ist ein bisschen speziell, weil ihr seht mich nicht, aber wer mich schon kennt, der kennt ja auch schon ein bisschen meine Lernmethode. Diese Videos sind dafür da, damit ihr eine Sprache sofort auch aktivieren könnt, das, was ihr gelernt habt. Also ich möchte euch nicht nur Input geben, sondern ich möchte mit euch gemeinsam in meinen Videos die Vokabeln üben und auch aktivieren. Wie gesagt, normalerweise seht ihr mich immer in den Videos. Dieses Mal nicht, weil wir ein kleines Spiel machen werden. Ja, vielleicht kennt ihr mich schon. Mit Spielen kann man sehr, sehr viel lernen, vor allen Dingen Fremdsprachen. Denn Fremdsprache lernen ist non è matematica. Das ist sicherlich keine Mathematik. È più un gioco. Es ist mehr ein Spiel und mit mir vielleicht auch un gioco da ragazzi. Ein Kinderspiel. Dieses Video ist ein Anfängervideo, also es ist Teil meines Italienisch-Anfängerkurses. Dieses Video könnte auch schon euer erstes Video sein, falls ihr aber von der Pike auf anfangen wollt. Die ersten Videos sind Aussprache Italienisch und ein bisschen wichtige Sätze und dann gibt es auch Verben. Aber wie gesagt, ihr könntet auch mit diesem theoretisch anfangen. Ich werde euch jetzt Gegenstände zeigen auf Karten, zum Beispiel hier. Ja, wichtig, il pane. Ich werde euch das Wort sagen, also pane. Und werde euch einen Artikel davor aussagen. Bitte fokussiert, also jetzt ganz unter uns gesagt, der Artikel ist in diesem Spiel scheißegal. Es geht darum, dass ihr die Wörter lernt, weil ob ihr dann il oder la pane sagt, der Italiener versteht dann, dass ihr Brot wollt und ihr verhungert nicht. Meno male, Gott sei Dank, habe ich das Wort pane jetzt gelernt, okay? Es gibt aber ein Video unter meinen Anfängervideos, in denen dann der Artikel im Italienischen, also der, die, das, ich sage gleich mal vorab, es gibt kein das im Italienischen, es gibt nur männliche und weibliche Wörter. Ja? Solo parole maschili e femminili. Da gibt es ein Video, in dem das erklärt wird und auch geübt wird. Aber wenn ihr jetzt einfach nur Vokabeln lernen wollt, dann spielt mit mir. Giocamo, spielen wir. Noch eins. Sì, sono italiano, mi piace parlare, ich spreche gern, manchmal auch chiacchierare, plaudern oder schwätzen. Dasselbe Spiel mit denselben Karten wird es dann auch nochmal ein Video darüber geben, um den Plural zu üben. Ja? Also falls ihr schon so weit seid. Vediamo. Allora, cominciamo, beginnen wir. Basta di parlare. Jetzt Schluss mit dem Sprechen. Schaut euch einfach die Wörter an, die Bilder. Und hört einfach auf die Melodie der Wörter. Il pane. Il paese. Paese, ich nehme das jetzt nicht als Burg oder Schloss. Diese Karte soll Dorf heißen. Ah ja, genau. Es gibt keine deutschen Übersetzungen, weil die liegen ja in den Bildern. Okay. Il gatto. Ja, im Englisch Cat. La forchetta. Ja, warum forchetta? Gabel, weil die hat eins. Zwei, drei, vier Zacken. Nein, in diesem Bild nur drei. Egal, Hauptsache es wirkt. La Forchetta. Wer mich noch nicht kennt, ich arbeite auch viel mit Eselsbrücken. Ne? Die sind manchmal sehr weit hergegriffen, aber meine Philosophie ist, Hauptsache es hilft. Okay. E il cane. Gut. Das Spiel geht jetzt so, ich lege euch die Karten hin und ihr versucht euch an das Wort zu erinnern und jetzt wird das Wort auch nochmal auf Italienisch eingeblendet. Und meine Frage ist, che cosa manca? Was fehlt? Ja, genau, darum geht es in dem Spiel. Ich zeige euch fünf Gegenstände und den fünften dürft ihr erraten. Jetzt habe ich vor lauter Parlare, Parlare selber vergessen, was fehlt. Schauen wir nach. Wusstet ihr es?
Io non so, ich weiß es nicht, voi sapete, wisst ihr es? Il pane. Das war jetzt vielleicht einfach, weil ich habe viel gesprochen. Ihr konntet euch die lange einprägende Wörter. Jetzt machen wir es mal. Jetzt spielen wir mal richtig schnell, okay? La città, also das ist Stadt. Ja? La mela, ja, denkt an mehlige Äpfel. Lucello, ja, das ist der Vogel, wie das Cello singt der, oh, Mamma mia. Il pantalone, ja, die Hose. E la scarpa. Ja, vielleicht die Damen von euch in Italien schon mal gehört und kennengelernt und berührt dieses Wort. La scarpa. Io mischio, ich mische. Vedremo, wir werden sehen, was kommt. Che cosa manca? Das Instrument, nein, der Vogel, l'uccello. Ecco. Bravissimi. Ein kleiner Tipp für euch, wenn das euer erstes Video ist oder ihr diese Vokabeln zum ersten Mal hört, schaut euch das Video einfach noch einmal an und ich kann euch garantieren, ihr werdet einen Lernerfolg, also einen Lernfortschritt von mindestens 50%, also dass ihr wirklich mindestens 50% mehr erinnern könnt, mehr Vokabeln wisst. Also das empfehle ich generell bei meinen Videos, einfach nochmal angucken oder Pause drücken, zurückspulen die Runde, come volete, wie ihr wollt. Prossimo Round, die nächste Runde, il terzo Round, die dritte Runde. La palla, la candela. Ja, das ist die Engländer, candle, impossible, impossible. Und die Italiener, candela, possibile. La televisione. Oder die Italiener, weil sie ja viel arbeiten und wenig Zeit haben zu sprechen, la TV. La casa. Il telefono. So, allora, vediamo, prima parola, das erste Wort. La seconda parola. La terza parola. La quarta parola, das vierte Wort. E che cosa manca? Ihr sagt jetzt la quinta parola, das fünfte Wort für. Bravi, nicht schlecht. Aber vielleicht wusstet ihr auch das Wort. La palla. Ja, nicht balla. Ballare ist was anderes. Balla, 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 signorina. Ballare ist nämlich tanzen. Tanz mit dem Ball. Balla con la palla. Perché no? Warum nicht? Le forbici. Okay, ich gebe euch jetzt mal eine Eselsbrücke. Denkt auf Englisch die Zahl 4. Auf Englisch. 4. Und das englische Schimpfwort für Prostituierte. Ja, tut mir leid, ich habe euch vorhin gesagt, meine Eselsbrücken sind manchmal extrem. 4 BG. Ja? 1, 2, 3, 4. 4 Prostituierte. Na gut, okay. Weiter im Programm. Le calzette. Ja, das sind die Socken, le calzettine. Vielleicht kennt ihr Calzone, die große Socke, habt ihr schon mal gegessen im Restaurante. Le calzettine sind nicht zum Essen. La lampada. Mamma mia, quanto è difficile questa parola. Mann, oh Mann, ist dieses Wort schwer. Il pesce. Ja, wie der Fisch. E la torre. Ja, la torre di Pisa. La torre pendente di Pisa, der schiefe Turm. Okay. Che cosa manca?
La Torre Pendente di Pisa. Naja, der war jetzt verkehrt rum, aber jetzt ist er richtig rum, aber auch nicht mal schief. Okay, questa è una torre tedesca. Das ist ein deutscher Turm. Qualità tedesca. Ja, deutsche Qualität, non improvvisazione italiana. Okay, continuiamo, wir machen weiter. La barca, l'ombrello. Naja, Umbrella, wer Englisch kann. L'aeroplano che se ne va. Das ist ein Lied von Adriano Celentano, Azzurro. Und da ist eine Strophe. E sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Also ein Flugzeug, das davonfliegt. Poverino, du armer. Il cavallo, ja. Kavallerie. Seht ihr schon? L'italiano è molto facile. Italienisch ist schon sehr einfach. E la pera. Ja, die Birne. Übrigens, wer von euch mag Birnen? Die meisten Leute mögen keine Birnen mehr. Ich weiß nicht. Das habe ich so. Ja, schreibt mir doch mal, ob ihr noch Birnen mögt und wie ihr Birnen zubereitet. Oder ihr sie pur esst. La pera. Cosa manca? Nein, l'aeroplano diesmal nicht, sondern l'ombrello. Oggi c'è il sole. Heute scheint die Sonne hier. Also, niente ombrello. Prossimo round. Was holen wir denn jetzt? Ah, il sesto round. Die sechste Runde schon. Ja, das. 25 Wörter haben wir schon durch, sind wir schon durch. Jetzt kommt die nächsten 5. La carota. L'orologio. Ja, die einzige gesprochene Vokal ist ein O. Rund wie die Uhr. Orologio. Il maglione. La penna. Ja, la penna ist ein Stift. Habt ihr schon vielleicht schon mal gegessen? Le penne. Ja, schmecken gut die Stifte in Italien. Oder le farfalle, die Schmetterlinge, auch die sind besonders gut in Italien. Ja, die Pastasorten heißen so. Le farfalle, le penne, la penna, eine haben wir nur. E la chiesa. La penna. Oh, Entschuldigung. So, jetzt cominciamo. Wir beginnen. Ja, seht ihr, das ist ein bisschen vom Schreiben her, aber denkt nur ein O-O-O. Che cosa manca? Was fehlt? Un po' di vitamine. Paar Vitamine. La carota. Ecco. Seht ihr, das ist zum Beispiel auch La carota. Ja, ein langes O, nicht Carota. Auf Deutsch, ja. Una carota, per favore. No, una carota. Ja, da denkt der Deutsche, ey, fängt jetzt an zu singen. Nee, der Italiener will einfach nur eine simple Carota. Prossimo round, settimo. Settimo, die siebte Runde. Apropos. Es gibt auch natürlich ein Video mit Zahlen, also wo auch diese Zahlen, siebter, achter, auch die normalen Zahlen. Es gibt eigentlich zu allen Anfängerthemen auch fortgeschrittene Levels Videos von mir. Also wer Italienisch lernen möchte, von der Pike auf oder einsteigen will, mit meinen Videos garantiere ich Divertimento, Spaß, e successo und Erfolg. Ja. Il treno. Il libro, la macchina, ja, oder l'auto, ja, das ist auch wieder Auto, auf Deutsch Auto, l'auto, la macchina, il maiale, und diese Biene, 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 maiale, no, maiale, der Schwein, la caraffa, naja, semplice.
Auto, Auto. So, jetzt schauen wir mal. Ich weiß nicht, an wie viele Wörter kontrolliert ihr euch schon. Seid ihr gut im Erinnern? Aber diesen Trick habe ich euch natürlich nicht zu Beginn gesagt. Nein. Ihr kennt mich vielleicht noch nicht, also wer mich noch nicht kennt, ja, manchmal fordere ich euch. Una sfida, eine Herausforderung. Jetzt schaut's, vielleicht könnt ihr das jetzt kombinieren, dann ist es für euch einfacher. Il cucchiaio. La tazza. Una tazza di caffè. Una tazza di caffè. Il cappellino. Ja, in der Kapelle müsst ihr die Mütze abziehen. Absetzen, abziehen. Michele, parla in italiano. È meglio. Il gallo und il secchio. Ja, jetzt sagt ihr, warum muss ich das Wort Eimer lernen? Ihr müsst es nicht lernen. Aber secchio, Eimer, wenn man verreist, braucht man vielleicht einen Eimer im Bad, ja. Oder ganz anders, secchione, also secchione, der große Eimer, ist der Streber. Ja, vielleicht strebt ihr hier in meinem Video, dann seid ihr secchioni. Upsala. Ja, könnt ihr euch merken, vielleicht kennt ihr Prosecco, Secco ist trocken, ja, ein Eimer ist niemals trocken. Che cosa manca? Ah, il cucchiaio. Va bene, perfetto. Das war's auch schon. Wie gesagt, heute bekommt ihr mich leider nicht zu sehen. Io dico ciao ciao. Ci vediamo la prossima volta. Wir sehen uns das nächste Mal. Spero che vi siate divertiti. Ich hoffe, ihr habt euch vergnügt, ihr habt Spaß gehabt. Ja, diese Vokabeln gibt's auch als Download für Smartphone zum Üben, also deutsch-italienische Übersetzung. Und wer mit mir live üben will, solche Spiele und anderer Art, kann natürlich auch Skype-Stunden bei mir buchen oder wer in München ist, einfach einen Privatunterricht buchen oder für die Firma o per la famiglia. Ciao, ci vediamo, statemi bene, macht es gut.